Oh mein Gott. Jetzt passiert's. Oh ja! Ah fuck, das hätte eigentlich. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Case Opening. Es ist schon sehr spät und meine Freundin schläft nicht weit von hier. Und darum kann ich nicht allzu laut sein. Also so rumschreien, falls was Krasses kommt. Ich werde mir es irgendwie verkneifen müssen. Ich ziehe eh ständig Knives, von daher seid ihr ja nur Schreierei gewohnt bei mir, ganz klar. Also ich habe $50 bekommen von Lucky Cases, 42,54 €, um einfach mal wieder eine Runde hier rumzudrehen, ja. Sich mal was zu gönnen. Hier. Fuck, das sind die normalen Kisten. Was mache ich hier überhaupt? Ich will die ultra geilen Kisten. Summer! Was? 5,95 €? Und dann ziehst du die hier. Ja, geil. Das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, die Black Emerald Kiste war da, glaube ich, auch noch vorhanden. Ohne Case auch nicht. Immerhin sind da auch 25% drauf. Das heißt, da ist auch das Luck auf jeden Fall 25% gehoben. Dieses Mal werde ich die Sachen auch auf jeden Fall auscashen. Das heißt, eigentlich müsste mein YouTube-Bonus ja jetzt weg sein. Ne? Rigged und sowas, ihr wisst ja. Darum testen wir einfach mal hier diese Black April Kiste. Ich will auf jeden Fall eine von den Case Hornets haben. Dankeschön. Gott, ist das laut? Oh, fuck. Die habe ich mir gewünscht. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Wir wollen der Kiste noch einmal die Chance geben, uns auch was Großes auszuschütten. Oh Gott! Komm, wir machen mal die Classified auf. Das ist. Wow, da ist ja viel Schotter drin. Da kann ja eigentlich nur, Leute, da kann nur was Gutes drin sein. Los geht's. Oh, ist da was Gutes überhaupt drin? Also, ich meine, was diese 3,40 € rechtfertigt? Electric Hive, was ist die wert? Keine Ahnung. Ja, also die Kiste ist nichts. Nein, nein. Die Miele Speck, was hat die denn so zu bieten? Ultra viel Schotter. Was zahlt man dafür? 26 Cent. Gar kein Problem für den haarigen Dagobert. Da ziehe ich locker mal was über 26 Cent. Jetzt über 26 Cent. Locker. Easy going. Full stop. Beim dritten Mal ist es immer über 26 Cent. Grundsätzlich. Naja, die Kiste. Die ist es jetzt. Oh mein Gott, guck mal da. Wow, was ist denn das für ein Ding? Sunset Storm. Warum kann ich ihn denn auch klicken? Da ist was drin. Oh mein Gott. Fucking Rick, dude! Ich hab's gewusst. Die Osiris. Wie Osiris, du bist nichts wert. Fickst du mich gerade? Ich habe das letzte Mal, als ich hier rumgefuhrwerkt habe auf der Seite, habe ich eine geile Kiste gehabt, wo echt immer schickes Zeug drin war. Und wahrscheinlich war es genau die Kiste hier. Boom. Boom. Oh Gott. This is so Rick, dude! Eine Chance. Wird diese Kiste noch bekommen. Here we go. Kusche! Hit me! Oh! Fuck! Okay. Okay, okay, okay. Gut, die kann man, oder? Die Fire Elemental kann man schon jetzt nicht als Win verbuchen. Aber man kann sie erstmal ablegen. Wo ist diese geile Kiste, die ich damals hatte? Sie hat nicht viel gekostet. Ich glaube, es war eine Deagle-Kiste oder irgendwie sowas. Gibt es das hier noch? Deagle, Deagle. Ah, da ist diese Sunset Storm. Will ich einfach mal kurz testen. Gönnen wir uns mal. Ach, immerhin. Eine Crimson Web, meine Damen und Herren. Sieht zwar voll abgefuckt aus und ich werde es auch nicht behalten, aber wir haben wir Gewinn gemacht gerade eben? Was ist das Scheißding wert gewesen? Keine 6,65 €. Win. Guck mal, die ist auch voll verkratzt. Ja, guck mal hier. Wir haben echt wieder Gewinn. Also diese Diegelkiste. Das ist so ein bisschen meine Kiste. Ich glaube, da habe ich damals, als ich diesen fetten Gewinn gemacht habe, da wäre ich fast auf Null raus und habe hier auf einmal irgendwie irgendeine Diegel für 30 € gezogen. Alarm. Im Darm. Okay, okay, ich glaube, die können wir testen. Da ist auch die Hyper Beast Nova drin. Alles klar. Come on, come on. Easy. Hä? Warum ist die nichts wert? Warum ist die Triumvirat nichts wert? Die sieht doch echt schick aus. Also, wenn man nach dem Aussehen geht. Nochmal, komm noch. Jetzt wirft's was ab. Gewinn. Ja, nice. Gut. Wir haben wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Wir verlassen die Kiste. Die müssen wir uns auch vormerken. Die ist nicht schlecht. Oh, Spring was. Ja, ja. Dann rolle ich hier und dann habe ich so eine Tranquility-Scheiße für 8 Cent oder so. Wie teuer? Oder, was heißt wie teuer? Wie viel kostet hier der günstigste Skin in der 17-Euro-Kiste? Ach, 11 € haben wir doch alle noch in der Tasche, oder? Die ist nur verschissene 7,38 € wert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Zug war aus dieser Kiste. Was haben wir jetzt?
Weil die Giveaways müssen ja weiterlaufen in Zukunft. Also wir haben die P2000 Fire Elemental, die ist natürlich nice. Die Crimson Web habe ich mir zurechtgelegt zum Verkaufen. Die Desolate Space ist auch gut. Ich könnte jetzt die Crimson Web verkaufen und dann diese Springkiste öffnen. Aber da kann, oh, ich glaube, die Modern Hunter ist nur wenige Cent wert. Da kann man echt ordentlich von hinten genudelt werden in der Kiste. Aber es sieht trotzdem natürlich so, wie es, die Kisten sollen ja so aufgebaut sein, sehr verlockend aus. Ach ja, an der Stelle übrigens, Glücksspiel ist ab 18 und so weiter und so fort. Verliert euer Geld nicht, gell? Ich habe das Geld von der Seite bekommen, deswegen mache ich das. Also, chillt. Okay, wir machen das jetzt. Scheißegal, wir machen das jetzt. Ich denke, es kann nur was Besseres kommen als die Crimson Web, aber nein. Here we go! Komm schon! Oh, was? Voll! Oh. Ah, ist nicht viel wert, ne? Ist nicht viel wert, scheiße. Hätte es schlimmer kommen können? Was ist denn diese Modern Hunter wert? Ich glaube, die ist echt sehr, sehr wenig wert, ne? Und die Knight ist, glaube ich, auch nix. Es hätte schlimmer kommen können, wir behalten sie mal. Die sieht schon gut aus, also mir gefällt die ja sehr gut. Ich glaube, die war sogar bei mir in den Top 3, vielleicht sogar Top 1 auf den Sort of Top 10 Video-Dinger. Ja, easy. Hey, komm. Das kann beim nächsten Versuch ja nur noch besser werden. ...36 verschissene Cent? Die Handgun, hallo? 2,98 €, was kann man da jetzt noch Schönes draus zaubern? Ja gut, ich sag es mal so. Okay, das ist ein Wink des Schicksals mit einer Zaun, mit einem ganzen Zaun. Die Blaze, jetzt gibt's die Blaze, ich weiß es. Locker, ich muss gar nicht hingucken. Locker, Blaze, irgendwas Geiles. Achtung. 1,38 € Midnight Storm. Nein, es kann so nicht angehen. Hier, ja, Kinder. 1,83 €, nicht 1,38 €. Was laber ich hier? Okay, das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Wink mit dem Zaunfall für diese Kiste hier. Oh, guck mal, was da alles drin ist. Oh, krass, wow. Ne Wormgott. Die ist einiges wert, ne? Ja, die ziehen wir jetzt auch locker, das ist ganz klar. It was at this moment that Nathan knew. Okay, 42 Cent. Ich habe keinen Soundeffekt dafür. Oh mein Gott. Jetzt passiert's. Ich werde das erste Mal eine Sugar Rush in der Hand halten. Okay, ich kann es schaffen. Los geht's. Oh, ja. Ach fuck, das hätte eigentlich... Ja. Ich wollte eigentlich, dass wir abspielen. Oh! Oh mein Gott! Fuck! Wir haben einen Gewinn gemacht. Wir kommen wieder raus aus dem Loch. 1,51 €. Es geht weiter, Leute. Welche Waffe kostet zufällig 1,51 €? Fuck, wir werden verlieren. Ach, guck mal, Scout. Da gibt's auch diesen hier. Und die gibt's auch noch. Bei diesen Waffencases gewinnen wir grundsätzlich. 64 Cent. Wohl eher 64 €. Jetzt ist ja schon fast die Frage, ob man die behalten sollte, ne? Fast. Nur fast. Wir haben jetzt die letzten zwei Kisten easy win gemacht. Easy. Leute, ich gebe mein Kaugummi Kaffee. Mac 10. Oh mein Gott, ein Neon Rider. Okay. Easy Neon Rider. Come on! No, God! Neon Rider! Auch wenn es jetzt drauf geht, das Geld. Neon Rider! Silber ist die Fehler. Oh! Alter, du musst einfach da oben hin. Du musst hier oben rein. Da kommt sie. Ja, da, fuck it. Lapis. Der letzte Spin. Here we go. Kobe! Leute. 1,40 €. Jetzt ist die Überlegung. Last Dive oder Neon Rider? Vielleicht. Ganz klar Neon Rider oder nichts. So. Man muss auch seine Prinzipien haben. Fick dich, Rankin, fick dich. Neon Rider. Come on! Jetzt kommt sie. Warum? Möglicherweise letzte Drehung, wenn wir jetzt so ein 3-Cent-Ding bekommen. Komm, nochmal ein bisschen Musik hier. Nochmal ein bisschen spannende Musik. Los geht's. Und jetzt!
Das war's leider hier für die Mac-10 Neon Rider. Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir haben noch die Miele-Spec und ich glaube, das war's. Ich sehe schon. Mit G-Maid in the place, verstehst du? Boom. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Nochmal, um es kurz zusammenzufassen. Ich habe mit 42 Euro angefangen und bin jetzt bei ungefähr 19 Euro in Skins zurückgeblieben. Es hätte schlechter laufen können. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht wirklich. Immerhin sind es 5 Skins, wobei die Labyrinth jetzt nicht wirklich zählt. Aber vom Aussehen her würde ich sagen, sind die 4 hier unten auf jeden Fall geil. Sehr geil. Könnten euch ein bisschen mehr wert sein. Nun ja, die werden einfach in ein neues Giveaway fließen und fertig ist der Lack. Vielen Dank für die vergangene Daumen-Action. Man merkt, dass wieder einige aus den Ferien zurück sind und wieder am Stissel sind. Es freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Urlaub oder habt noch einen schönen Urlaub. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.